Schauen wir mal gleich, was Emma für Musik hat. Sehr hoher Doppelglück. Muss leider mit einem Fuß die Matte verlassen. Sehr schöner Durchhaltsprung zum Ring. Zwischen der anderthalb Schrauben und den Seiten vorwärts, aber gut, also gut kaschiert, sage ich mal. Und noch ein Doppelhock in den Stand. Sehr schöne Übung. Akrobatisch nicht so schwer wie jetzt, wie wir schon einige Übungen gesehen haben, aber eine sehr schöne Gymnastik und eine gelungene Übung. Ja, Carina Schönmeier, die vorher geturnt hat, bekam für ihre Bodenübung eine 12,15. Team ist erstmal gute Laune. Ist wichtig. Hat sie versucht, in der Fläche zu bleiben, anderen gut zu stehen. Ganz wichtig ist, dass man ist jetzt auch schon das letzte Gerät für Team Deutschland 1. Ja, Lisa, wenn du hier so zuschaust, juckt es dann ein bisschen? Oder bist du über das Thema schon weg? Ja, es kommen natürlich viele Gefühle hoch, wenn ich so eine Wettkampfhalle betrete. Also der Innenraum, ja, das löst schon was aus in mir. Viel Gänsehaut, viele Erinnerungen und ja, ein bisschen juckt es mich auch. Wie oft hast du beim DTB-Pokal mitgeturnt, weißt du das noch? Bei der Team-Challenge relativ oft und einmal...